dass Teile der Oberschicht und die gesamte Mittelschicht zum sozialen Protest zählen. Occupy Oakland, die weltweit einzig interessante Occupy-Gruppe, die ein Bündnis mit antirassistischen und feministischen Gruppen und mit Linken und Linksradikalen, auch Gewerkschaftern, einging und ziemlich gute Projekte machte in Oakland, sagte, zu den 99% gehören Rassisten, Homophobe, Sexisten und all die Polizeibeamten, die uns quälen. Was für eine schwachsinnige Korrelation. Sie riefen auf ihren Demos, wir sind das Proletariat und andere Sprüche. Der Spruch von 1 zu 99% verrät aber auch die Abwesenheit noch der embryonalsten Form von Klassenanalyse. Am Kapitalismus beklagen die neuen Rechten im Allgemeinen nur die falsche Politik der Banken, aber nicht Ausbeutung, nicht Profit, nicht Mehrwertproduktion, nicht Lohnarbeit, nicht Naturvernichtung. Abstrakte Strukturen zu durchdringen ist anstrengende Kopfarbeit. Es ist einfacher, jüdische Weltverschwörungen zu erfinden. Aber wenn die Bedingungen kapitalistischer Verwertung unbegriffen bleiben, kippen die Annahme über die Misere, über die Ursache der Misere ins Verschwörungstheoretische. Liest man Elsässers Reden und Texte seit 2009? Ich tue das wirklich nur aus Notwehr. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber manchmal, wenn ich das Zeug so lesen und durcharbeiten muss, wünsche ich mir einen intelligenten Kontrahenten, von dem ich in der Auseinandersetzung so sportlich noch was lernen kann. So auf der Ebene des Trainings, der eigenen Verbesserung der Argumente. Das ist hier nicht so. Nein, das ist hier nicht so. Das ist Stammtisch und furchtbar. Also liest man seine Reden und Texte, stößt man auf ein anwachsendes, in den Jahren seit 2009, ideologisches Warnsystem, das nicht nur aus den meisten Juden Zionisten macht, sondern oft nur notdürftig verhüllt Israel mit dem NS-Regime gleichsetzt und die Shoah auf diese Weise relativiert. Auf der bundesweiten Friedensdemonstration der Montagsquerfront am 21. Juli in Berlin sagte er zum Beispiel wieder den üblichen Satz: Mein Name ist Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe bleibt das Volk. Wer vom Zionismus nicht reden darf, muss auch vom Faschismus schweigen. Manchmal, ich glaube, er glaubt nicht, dass man das sucht oder findet, wäre auch nicht nötig gewesen. Findet man von ihm Reden etwa in der Schweiz, wo er zeigt, mit wem er wirklich paktiert, mit wem er interessensmäßig verbündet ist. Er hält eine Rede vor rechtsextremen Politikern und Wirtschaftsleuten und sagt dort unter anderem, das angloamerikanische Finanzkapital betreibt im Wesentlichen Hütchenspiele, während vernünftige und sozial eingestellte deutsche Unternehmer wirkliche Werte herstellten. Die deutsche Schwerindustrie sei zwar irgendwie mit dem NS-Regime verbündet gewesen und habe die Waffen für den Zweiten Weltkrieg geliefert, um im Osten irgendwelche Rohstoffe zu erobern, mehr war da nicht, und hatte deshalb einen schlechten Ruf, ganz schlechter Ruf, aber heute sei der ganze deutsche Maschinenbau sehr friedlich. Ich habe da noch weitere Assoziationen. Wenn man sich überlegt, wie stark die pietistische Bewegung in Baden-Württemberg gegenseitig gegen die Schwulifizierung von Kindern im Unterricht vorgeht und wie frauenfeindlich, wie abtreibungsgegnerisch und sonst was die alle sind, und man weiß, er kommt selber aus Schwaben, da habe ich eine ganze Menge Fantasien, was da sozusagen tatsächlich stofflich dahinter stecken könnte. Für diese wirre Vorstellung muss Elsässer verschweigen, dass Deutschland auf Platz 3 der Rüstungsexporte der Welt steht, auch an den sozialen und ökologischen, ökonomischen und militärischen Folgen der von ihm auf dieser Rede in der Schweiz sehr gelobten, sehr guten deutschen Geschäfte mit Russland und China. In wessen Namen lobt er gute Geschäfte? Und gute Geschäfte mit den arabischen Staaten und dem Iran, daran hat er nichts auszusetzen, sagt er. Er stehe ganz auf Seiten der Geschäftsinteressen seiner Bündnispartner. Der Russe, der Chinese, der Perser zahlten nämlich, so Elsässer, als sei er der Buchhalter eines mittelständischen Unternehmens, im Unterschied zu den Amerikanern mit echtem Geld. Elsässer, der sich gern als radikalen Systemkritiker inszeniert, ist bei näherer Betrachtung lediglich ein erbärmlicher völkischer Lobbyist mittelständischen deutschen Kapitals. Wie jeder Moderne, gleich zu Ende, mit jeder Moderne, Anführungszeichen, drei Pünktchen, Abführungszeichen, Klammer auf, verboten, Klammer zu. Wie jeder Moderne
Ist Jürgen Elsässer Anti-Amerikaner, was rein gar nichts mit rationaler linker Kritik an der Politik der US-Regierung oder des militärisch-industriellen Komplexes der USA zu tun hat? Er sagte zum Beispiel bei einem Vortrag in der Schweiz, jetzt rüsten Sie, die USA, die Al-Qaida auf, die dann wieder in ein paar Jahren die amerikanischen Wolkenkratzer mit Hilfe der CIA natürlich sprengen. Das hat er nämlich recherchiert. Elsässer ist ein Rassist. Und gleich kommt eins der für mich schlimmsten, ich weiß nicht, ob das allen mal so einleuchtet, aber manchmal gibt es Sachen, die hauen einem wirklich tief rein. Elsa ist ein Rassist und habt ja vorhin gehört, was er über 92 über das harte Rassisten immer auch harte Antisemiten sind. Schlussfolgert selbst. Er schreibt anlässlich eines Fußballspiels 2012, das deutsche Team unterlag dem schwedischen, mir auch egal, da schrieb er, wie kann man 4:0 vorne liegen und das Spiel nicht nach Hause schaukeln? Das wäre früher in Deutschland unmöglich gewesen. Das gab's vielleicht in Afrika, wo man aus Spaß an der Freude herumkickt. Jedem das Seine. Kein Volk ist schlechter als das andere, aber absolut tödlich ist das Vermischen. Anlässlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für ein prinzipielles Adoptionsrecht für Homosexuelle drehte Jürgen Elsässer durch und verbindet verschiedene Bausteine seiner Mentalität, und das ist das Zitat, was ich eben meinte. Nicht nur werde durch die homosexuellen Rechte die Institution der Ehe zerstört und somit die Grundlage für die Reproduktion des Volkes, er fürchtete sich auch vor einer anderen Lebensform, welche das menschliche Zusammenleben bedrohe. Es handelt sich keineswegs um Außerirdische, sagt er, keine Außerirdischen. Motor des Angriffs sei eine winzige globale Finanzoligarchie, die mit neuen Reproduktions- und Gentechnologien ihr tausendjähriges Reich errichten will. Das ist die absolute Wahnvorstellung vom bösen fremden Anderen. Ich will ihn aber auch nicht überhöhen. Er ist ein nützlicher Idiot für russische, eurasische Nationalisten und europäische Nazis und ein nützlicher Idiot für das schwäbische Rüstungskapital einschließlich seiner pietistischen Fraktion. Und zum Schluss ein schönes Zitat für euch noch. Er ist auch ein falscher Prophet. Leo Löwenthal, 1900 geboren, Frankfurter Institut für Sozialforschung, 1934 als letzter Mitarbeiter des Instituts in die Emigration verjagt, schreibt, hat Untersuchungen gemacht über den Autoritarismus und über falsche Propheten und hat untersucht unter anderem Reden von Rechten in den USA und hat versucht, Muster zu finden und schreibt darüber, die Themen des Agitators sind entstellte Versionen echter sozialer Probleme. Sehr gute Aussage, finde ich. Wenn er eine Absage an alle bestehenden Loyalitäten fordert, versucht er die zeitgenössische Tendenz zum Zweifel an der Zulänglichkeit und Wirksamkeit westlicher Werte auszunutzen. Wenn er die Ängste seiner Zuhörer ausnutzt, manipuliert er echte Ängste, denn es besteht guter Grund zur Angst und so weiter und so weiter. Und er versucht aus der Sehnsucht nach einem neuen Autoritätssymbol und ihre geheimsten Gedanken, an die sie sich kaum noch selbst einzugestehen wagen, wären zu den aufreizenden Agitationsthemen. Und zusammen, er hat dann so eine fiktive Rede gebaut aus all dem, was er untersucht hat, und aus der nur ein Teil. Die Welt, also es ist jetzt der, was der Agitator meint, heißt der kleine Text in den falschen Propheten. Und er führt zusammen, und das stimmt für sehr viele der Figuren, die ich heute Abend genannt habe, wie die vorgehen, wie die reden zu ihrem Publikum. Die Welt ist die Arena eines erbarmungslosen Überlebenskampfes. Warum solltet ihr nicht auf der Seite derer sein, die profitieren? Anstatt mit den Unterdrückten und Leidenden gemeinsame Sache zu machen, schließt euch mir an. Ich verspreche euch weder Frieden noch Sicherheit noch Glück. Ich erzähle euch nichts von Individualität, was immer das Wort bedeuten mag. Ich verachte solche Schlagworte, wenn ich sie auch gelegentlich, wenn es passt, selbst verwende. Wenn ihr euch mir anschließt, verbündet ihr euch mit Kraft, Stärke und Macht, den Waffen, die am Ende alle Streitigkeiten entscheiden, von wegen Frieden. Ich biete euch Prügelknaben an, Juden, Radikale, Plutokraten und sonstige Kreaturen, die unsere Fantasie erfinden. Ihr könnt sie ja beschimpfen und schließlich verfolgen.
Worin besteht der Unterschied? Es ist ja gleichgültig. Es kommt nicht darauf an, dass sie eure wahren Feinde sind, solange ihr sie ausplündern und eure Wut an ihnen auslassen könnt. Ich biete euch nicht eine Utopie, sondern einen realistischen Kampf um den Knochen im Maul des anderen Hundes. Das ist unser Programm. Nicht Frieden, sondern ständiger Kampf ums Überleben. Nicht Überfluss, aber den Löwenanteil. Könnt ihr, wenn ihr realistisch seid, mehr erwarten? Um das zu erreichen, müsst ihr mir folgen. Wir wollen eine Bewegung des Schreckens organisieren. Wir werden uns mit den Mächtigen verbünden, um einen Teil ihrer Privilegien zu gewinnen. Anstatt Gefangene werden wir Polizisten sein. Und ich bin euer Führer. Ich werde für euch denken und euch sagen, was zu tun ist. In meiner Führerrolle werde ich euch euer Leben vorleben und ich werde euer Beschützer sein. In der Hölle meiner Erbarmungslosigkeit winkt euch ein trautes Heim. Ich hoffe, ich habe ein bisschen verständlich machen können, was ich vorhin mit der Anregung meinte. Ich würde diesen Prozess gerne gewinnen. Deswegen habt heute Abend sehr viel Spaß. Jutta's Rede habe ich nur einen Fehler entdeckt. Nach 4:0 Führung verlor Deutschland nicht gegen Schweden, sondern spielte unentschieden. Gerade als Polemiker muss man sehr genau sein. Und ich will einfach nur zwei kleine Reflexionen und ein Vorwort beitragen zum heutigen Abend. Auch weil Jutta gesagt hat, sie sei überrascht, wie spontan ich zugesagt habe, wollte ich nach Jahrzehnten, wo wir manchmal auch wechselseitig das Haar in der Suppe gesucht haben und also gegeneinander polemisiert, eine Laudatio von 90 Sekunden vortragen. Dann wird es viel inhaltlicher. Ich glaube, Jottas großes Verdienst über einen sehr langen Zeitraum besteht darin, die Feinde einer gesellschaftlichen Entwicklung zum Besseren, also zur Emanzipation, zur Überwindung der Ausbeutung des Menschen durch die Menschen oder zur Freiheit seiner Arbeitskraft nicht als Ware verkaufen zu müssen, beim Namen zu nennen, sie auf den Begriff zu bringen. Das bedeutet, Jutta gießt dort Essig in den Wein, wo die deutsche bürgerliche Gesellschaft sich über sich selbst belügt, ihre Grausamkeit verharmlost und die ihrer Repräsentanten und wo Menschen, die sich selbst dünken, links oder fortschrittlich zu sein, das wohlige Gefühl, Bestandteil von Massen und Massenbewegung zu sein, bevorzugen gegenüber der Feststellung von schroffsten Antagonismen, Unvereinbarkeiten gegenüber Kräften, mit denen man in einem Punkt übereinstimmen mag, vielleicht in der Ablehnung von Atomkraft oder so etwas, die aber dennoch Feinde, zum Beispiel esoterische, vernunftzerstörende, antisemitische, germanenkultische Feinde jedes, der, wenn auch beschädigten Aufklärung sind, Zerstörer der Vernunft sind. So viel Nettes in so einen komplizierten Satzbau sage ich nur alle 5 Jahre über jemanden. Das soll ein Anlass sein, dass ihr nicht denkt, ihr kommt beim Zechen nachher so mit dem Quantum, wie man sonst per Bier den Regenwald rettet, mit Krombacher hier durch. Der vorliegende Fall beinhaltet wieder, und ich glaube, das ist typisch für Jutta's Engagement, diese beiden Zutaten. A, das gerichtliche Verbot, die Wahrheit auszusprechen über einen Antisemiten, und B, die Tatsache, dass an diesen Montagsdemonstrationen und Friedenswinter
sowohl Jürgen Elsässer führend und maßgeblich mitgewirkt hat, als auch prominente Mitglieder der Partei Die Linke teilnahmen. Ein typischer Fall von Querfront also, von diesem Scheusal, diesem Zerstörer linken Denkens und Handelns, will ich gleich einige Überlegungen widmen. Zunächst eine ganz kleine Reflexion. Wie kann ich mir überhaupt die Absurdität des Urteils erklären? Das Urteil, die Richterin, die das gefällt hat, verstößt ja eigentlich gegenüber mainstreamiger, normal in, sagen wir, heute Journal, Tagesschau und Tagesthemen eingestandener Tatbestände. Am letzten Sonntag wurde berichtet, dass die Zahl der Juden, die darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen, wie auch in Frankreich nachgedacht wird, groß sei. Dann kam die beruhigende Stimme. Das muss dann so ein Zentralratsvorsitzender sagen, dass es aber auch viele ihnen freundlich gesonnene Deutsche gibt. Und dann sagt die Stimme aus dem Off, andererseits steht fest, dass 20% der deutschen Manifeste Antisemiten sind. Diese 20% teilen ganz gewiss nicht jede Einzelheit der Taten des Nationalsozialismus. Die Richterin begibt sich also sozusagen rechts von einer Sichtweise, die in Deutschland als konsensual galt und die, wie wir wissen, beschönigend ist. Die Reduktion, dass es nur 20% Antisemiten geben möge, erfolgt ja im Regelfall darüber, dass bei den entsprechend offenen Fragen jemand nur sagen muss, wenn jemand nicht sagt, stimme voll und ganz zu, sondern stimme im Grundsatz zu oder stimme teilweise zu, dann wird das dem manifesten Antisemitismus und analog bei anderen Umfragen dem manifesten Rassismus ja nicht angerechnet. Warum? Was dieses Urteil, wenn ich überhaupt suche, wenn ich nicht denken will, die Richterin ist verrückt, sondern was bewegt so ein Gehirn? Bin ich auf die Idee gekommen, die Aussage, nur wer dem Nationalsozialismus vollinhaltlich zustimmt und dem Massenmord, Völkermord an den Juden, ist Antisemit, kommt mir vor wie eine große Rettung all derer, die in den periodischen Umfragen unter den Deutschen, wer ihr größtes Vorbild, die größte Persönlichkeit der letzten paar hundert Jahre, die größte lebende Persönlichkeit, die Berechtigung auf deutsche Geschichte stolz zu sein, repräsentiert. Und es fällt einem auf, und zwar ohne, dass man den Begriff des Antisemitismus inflationär oder leichtfertig verwendet, dass die Spitzenkräfte alle welche sind. Na, hier in Bayern vielleicht nicht so sehr Luther, das gilt nur für meine norddeutsche Heimat. Aber die gesamte deutsche Elite pilgert Jahr für Jahr nach Bayreuth. Und es ist so leicht zu belegen, so unzweideutig, so gar nicht genau sein müssen, was für ein kämpferischer Antisemit Wagner ist. Oder immer wieder in den Umfragen, ganz weit oben, Jutta sagte vorhin im Backstage-Raum, manchmal sogar auf Platz 1, Bismarck. Vollkommen abgesicherte wissenschaftliche Erforschung des Antisemitismus bei Bismarck. Oder greift noch, geht ein bisschen später, Stauffenberg und seine Kumpanen. Es ist doch nicht nur so, dass man sich darüber aufregt, dass im Bändlerblock deutsche Soldaten vereidigt werden dafür ihr mörderisches Handwerk. Sondern es ist doch so, dass es ein Wahnsinn eigentlich ist, dass eine Clique, die Hitler bis zur absehbaren Kriegsniederlage treu gefolgt ist und aus deren Schriften ohne jede Zuspitzung der penetrante Antisemitismus nur so strotzt, zum verfilmten Vorbild der Deutschen, verkörpert durch Tom Cruise, so sehen wir Germanen nun mal aus, genommen wird.
Oder um in die Nachkriegszeit zu gehen, was ist denn Grass anderes und sein Gedicht? Und warum ist denn dieses Gedicht in der Süddeutschen Zeitung positioniert gewesen? Und warum laufen denn die Ostermärsche jedenfalls bei uns in Norddeutschland in dem Jahr danach unter der Hauptparole Grass hat Recht, unter dem größten Transparent Grass hat Recht herum? Und was bedeutet es denn, wenn Walser seine Friedenspreisrede hält, die einen einzigen Hauptzweck hatte, neben viel Geschichtsrevisionismus? Du bist zu demütigen. Ein Menschen zu wissen, der nicht mit applaudieren kann, wenn das deutsche Elitepack aufsteht und enthusiastisch applaudiert. Und vielleicht ein letztes Beispiel zu nehmen. Was bedeutet es denn einfach, wenn man die schlichtesten aller Maßstäbe anlegen würde und zum Beispiel ganz nüchtern feststellt, Möllemann, natürlich war es ein Antisemit, was denn sonst? Das heißt, die Deutschen bedürfen für ihre Propaganda, dass wir so unverkrampft erneuert und fröhlich und Gäste in der Weltkerne haben und keine national befreiten Zonen haben, der permanenten Beschönigung gesellschaftlicher Unzustände der Elite. Das ist, denn wer das nicht mitmacht, und dafür steht unter anderem Jutta für mich, wer also zum Beispiel ganz nüchtern, distanziert, analytisch feststellt, Sarrazin ist ein Rassist, was denn sonst? Kommt in die Erklärungsnot, dass aber nun mal in den letzten 20 Jahren kein Sachbuch besser verkauft wurde in Deutschland, als Deutschland schafft sich ab. Was ja vielleicht Rückschlüsse darauf zuließe, dass wir nicht hier über irgendwelche rechten Ränder und sowas sprechen, und auch nicht nur mal so bedenkenträgerisch sagen, das dringt in die Mitte vor, sondern dass wir vielleicht sagen können, das ist Mehrheitsmeinung in Deutschland. Das sind die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben. Und ich finde sozusagen das schrecklich Rationale an dem Urteil zugunsten Elsässer und deinen Ungunsten, dass all diese jetzt nicht mehr eigentlich als das tituliert werden können, was sie sind. Zweitens interessiert mich sehr, und das soll der zweite und letzte Teil meiner Reflexion sein, Querfront und Linke. Ergänzend zu dem, was keineswegs im Widerspruch zu dem, was Jutta gesagt hat. Lasst mich mit einer Geschichte beginnen. In Hamburg gibt es das Fortschrittliche Theater Politbüro. Ich bin mit den Betreibern befreundet. Es gab da auch immer eine Reihe, weil man nicht auf alles aufpassen kann, von der Roten Möwe, dem Kulturverein der Linkspartei. Die mussten immer beantragen bei den Betreibern, und ich war manchmal beratend dabei, ob sie dies oder jenes machen dürfen. Nicht, weil man kleingeistig ist, sondern weil man Angst hat, dass schon wieder sonst Israel-Kindermörder auf dem Programm steht. Und es ist ungefähr 7 Jahre her, da sollte dort Jürgen Elsässers Buch Angriff der Heuschrecken, Zerstörung der Nationen und globaler Krieg vorgestellt werden. Wir haben es gelesen, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, die gab es damals auch noch gar nicht. 2007? Ungefähr, ich kriege sowas manchmal auch durcheinander. Sozusagen, ob er organisatorische Verbindungen in rechtsradikale Milieus hat. Gab es noch keine. Sondern die bloße Lektüre des Buches konnte ausreichen zu sagen, das ist sowohl antisemitisch als auch rassistischer und nationalistischer Dreck. Und wir sind sowas von platt gemacht worden in der Hamburger Szene der Linken, sowas von platt gemacht mit einer Zahl von Mails, also nicht solche, also die Frage, wie wir umgebracht wurden, wurde da nicht erörtert, das will ich nicht behaupten, aber platt gemacht worden mit Sachen, das sind die neuen Zensoren, hier wird ein linker Tabubrecher bestraft. Mut fehlt dem Politbüro, der Mund muss auch Ungewohntes denken. Und selbstverständlich waren wir die Erneuerer der Berufsverbote, unter denen aufrechte Linke schon immer gelitten haben. Das heißt, es gibt diesen
Übergang, wo organisatorisch noch nichts festgezurrt ist, wo aber ideologisch und theoretisch alle Positionen des Antisemitismus bereit feststehen. Und ich muss sagen, es gab aus der Hamburger Linken, und das sage ich jetzt nicht, damit wir auch mal richtig schön isoliert und Opfer sind, keine Stimme, die überhaupt plausibel half zu machen, dass wir diesen nicht zu einer Lesung in unserem Theater oder in unserem, natürlich bin ich im Theater, haben wollten. Ich will also ein paar Worte sagen zu Querfront und ich muss was an, ich reg einfach mal an. Heute sind wir so viele und wir werden dann vielleicht noch 10% oder 15%, aber ich glaube, um als Linker durch diese Zeit aufklärerisch und ein bisschen gefahrenwitternd und gefahrenanalysierend zu kommen, muss man über die Geschichte von linken Querfrontambitionen Bescheid wissen, denn sie werden uns massivst beschäftigen. Und vielleicht habt ihr mal Lust, hier ein Arbeitswochenende dazu zu machen. So, ihr merkt es, ich lasse keinen Auftritt auf, ohne dass ich gleichzeitig Gigfishing für das nächste Engagement betreibe. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, ich glaube, alles, was ich jetzt sagen werde in diesen letzten 6-7 Minuten, kann nur etwas anreißen. Bei der Querfront handelt es sich oft um eine komische Überlappung von angeblich taktischen, machttaktischen oder politikstrategischen Argumenten, wenn sie von Linken kommen, mit Überzeugung. Und man kriegt oft nicht raus, welches der dominante Anteil ist und welches des eigenen absolut mangelhaften Bruchs mit den bestehenden Verhältnissen von Staat, Nation und Kapital geschuldet ist. Das ist wirklich ganz oft nicht zu ermitteln. Ich sage nur ein paar Sachen aus den 20er Jahren oder frühen 30er Jahren. Diese schrecklichen Reden der